So, Leute, da sind wir beim neuen Decktag mit einer neuen Kamera. Ich hoffe mal, dass die zumindest ein bisschen für mich leichter es macht zu bearbeiten. Ich habe jetzt zwar mal dieselbe, wodurch ihr jetzt auch mehrfach auch Videos manchmal sehen könntet mit meinem Gesicht, was dann von da aufgenommen wird. In diesem Video noch nicht, aber es kommt. Hundertprozentig kommt's. Wir gucken uns heute ein neues Deck an. Und zwar ein Deck, das ich auf Twitter gefunden habe. Und zwar bei der Austrian Legacy League. Hammer. Coole Jungs, könnt ihr mal reingucken, wenn ihr in Österreich oder so unterwegs seid. Auf jeden Fall mal reingucken. Und ja, dieses Deck hat mich direkt gecatcht, weil es ist eine Abwandlung von einem Modern-Deck, das schon sehr, sehr beliebt war zwischenzeitlich und jetzt nochmal ein bisschen cooler wird. Und zwar spielen wir Schwarz-Weiß mit so ein bisschen Blau-Flicker. Ich nenne es liebevoll immer mal Schwarz-Weiß-Flicker. Das Blau da drin ist halt auch so marginal. Man könnte es auch rauscutten, aber man muss es nicht. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe Flicker. Ich spiele auch im Modern, das Eldrazi Texas und so weiter und so fort. Einfach weil es flickert und dementsprechend muss ich halt sagen, hat es direkt mein Herz erobert. Ich muss aber jetzt schon von vornherein warnen, das Deck ist nicht so günstig. Wir starten direkt mit den Kreaturen und da starten wir erstmal mit einem vollen Playset Solitude. Solitude, 5 Mana, 3-2, Flash, Lifelink. Wenn sie ins Spiel kommt, haben wir Swords to Plowshare. Das bedeutet, wir exilieren eine Kreatur und der Beherrscher kriegt so viel Leben, wie die Kreatur Stärke hatte. Wir dürfen auch unsere eigenen exilieren, was ganz gut ist. Und wir können das Ding evoken, das heißt, wir können eine weiße Handkarte exilen und die Kreatur ins Spiel bringen. Die wird aber direkt danach geopfert. Dieses Opfern lassen von Evoke ist ein Trigger. Das heißt, wir haben einen ETB mit kommt ins Spiel und wird geopfert als zwei Trigger. Und auf beide kann man reagieren und ja, da kommen wir dann gleich zu, was wir machen. Dann, da ist ein Teil des Blaus drin, spiele ich Maldrift. 5 Mana, 2-2 fliegend. Wenn ein Spiel bekommt, ziehen wir zwei Karten mit 3 Mana Evoke. Ja, einfach für den Card Draw. Auch hier super, super cool. Genauso wie der alte Evoke Shriekmaw. 5 Mana, 3-2 mit Furcht. Und wenn ein Spiel bekommt, zerstören wir nicht schwarze, nicht Artefakt-Kreatur. Einfach nur als Solitude. Nummer 5 für 2 Mana Evoke. In Schwarz haben wir natürlich noch Grief. Auch er als Evoke mit 4 Mana 3-2 Menace. Und wenn ein Spielfeld kommt, haben wir einen Discard. Wir dürfen einen Thoughtseize machen. Also geht da zeigt seine Hand vor. Wir nehmen nicht Landkarte davon. Der Spieler discardet die Karte. Und hier evoken wir, indem wir eine schwarze Karte exilen. Zu dem Evoke kommen wir später nochmal. Jetzt haben wir noch eine ganz lustige Shell, die wir einfach in diesem Deck nutzen können. Und zwar spielen wir auch 4 Recruiter of the Guard. Recruiter of the Guard ist ein 3-Mana 1-1 Human Soldier, der sagt, wenn ein Spielfeld kommt, durchsuche unser Deck nach einer Kreatur mit Stärke 2, Verteidigungsstärke 2 oder weniger. 3-2, 3-2, 2-2, 3-2 und auch alle anderen Kreaturen, die wir spielen, sind damit tutorbar. Was es einfach cool macht. Wir können jede Kreatur in unserem Deck damit einfach tutoren. Also davon 4 Stück, damit wir tutoren können. Was sind unsere Tutor-Targets? Wir haben 3 Skyclave Apparition oder Apparition. 3 Mana, 2-2, wenn sie ins Spiel kommen, exilen wir eine Nicht-Land-Permanente, Mana-Kosten von 4 oder weniger, Nicht-Token-Permanente, die wir nicht kontrollieren, so ist es richtig. Und, also Nicht-Land, Nicht-Token, die wir nicht kontrollieren, heilige Kacke. Und wenn er das Spiel verlässt, kriegt der Beherrscher der Karte, die wir exiliert haben, einen XX-blauen Illusionsspielstein, wobei X die Mana-Kosten sind, die wir exiliert haben. Super mächtig, kann man auch raustutoren, auch sehr cool. Dann haben wir einen kleinen Blauanteil nochmal drin mit Baleful Strix. Also Maldrifter, Baleful Strix und eine andere Karte im Sideboard sind die einzelnen blauen Karten. Das Deck ist schwarz-weiß, aber ja, so ein bisschen blau halt. Baleful Strix, 2-1-1, fliegen Death Touch. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Auch hier sehr, sehr gute Karte. Dann haben wir noch ein paar One-Offs. Wir haben als One-Off einen Palace Jailer, 4-2-2. Wenn er ins Spiel kommt, werden wir Monarch und exilieren eine Kreatur, solange wir Monarch sind. Das ist ziemlich, ziemlich cool, weil auch hiermit können wir dann mit Card Draw reingehen. Wir haben Baleful Strix zum Card Draw, Maldrifter zum Card Draw und Palace Jailer für den Card Draw. Was für einen Schwarz-Weiß-Deck halt ziemlich wichtig ist, weil ansonsten hat man meistens nur so, ja, Dark Confident oder ähnliches. Man will einfach nicht ein Solitude mit dem Dark Confident aufdecken. Dann haben wir noch ein Black Engineer, 3-2-2 Death Touch. Wenn das Spielfeld kommt, suchen wir uns einen Kreaturentyp aus. Human, Goblins, Mehrvolk, irgendwas in dieser Richtung. Und Kreaturen mit diesem Kreaturentyp kriegen -1/-1 vom Gegner. Das ist auch sehr, sehr mächtig, um unsere Sachen da rauszuschieben. Und dann haben wir noch einen Opposition Agent, 3-3-2 Flash. Und wir kontrollieren den Gegner, während er sein Deck durchsucht. Interessant ist hier wirklich, wir kontrollieren den Gegner. Das heißt, wir dürfen noch kurz seine Hand anschauen.
Das machen ganz, ganz viele Leute nicht. Oder es machen ganz, ganz wenige Leute, so ist es, glaube ich, besser ausgedrückt. Und ja, wenn der Gegner sein Deck durchsucht, während dem Suchen können wir eine Karte exilen. Können wir jede Karte, die sie finden könnten, exilen, so ist es richtig. Und wir könnten sie spielen, solange sie im Exile bleiben, mit Mana, als wäre es Mana beliebiger Farbe. Es steht Play drauf, das heißt, wir können auch Länder nehmen. Und ich habe gerade noch gesehen, wir haben auch noch eine andere blaue Karte. Und zwar den Soul Herder, 3 Mana 1-1. Immer wenn eine Kreatur exiled wird, dann kriegt er eine +1/+1 Marke und zu Beginn des Endsteps exilen wir eine andere Kreatur und bringen sie wieder ins Spiel. Also flickern wir eine Kreatur. Das ist mit Grief gut, Solitude gut, Trickmaw gut, Maldrifter, Recruiter, Scalecliff Operation. Mit praktisch jedem außer den beiden und selbst den habe ich schon resettet auf einen anderen Kreaturentyp. Einfach nur, weil es mehr Sinn gemacht hat. Sehr, sehr gut. Das sind unsere Kreaturen. Gucken wir uns doch mal an, was unsere Zauber sagen. Weil davon haben wir gar nicht so viele drin. Aber die, die wir haben, haben es halt wirklich in sich. Wir haben erstmal viermal die Hauptkarte dieses Decks. Und viele Leute haben es wahrscheinlich schon vermutet. Ephemerate. Ephemerate ist eine ein weißes Mana Instant Spell, der eine Kreatur flickert, also kurz exiled und wieder ins Spielfeld bringt. Und das können wir eben auf einen Trigger einem solchen Evokes machen. Wir können Grief spielen, den Discard-Trigger, dann den ersten Sack-Trigger, dann den Discard-Trigger. Dadurch wird von oben nach unten der Discard-Trigger gemacht. Wenn der Gegner reagiert, Ephemeraten wir direkt drauf, wird geflickert, haben wir noch einen Discard und danach geht Ephemerate ins Rebound. Das heißt, wenn sie von der Hand gecastet wurde, wird sie beim Resolven exiled. Zu Beginn des nächsten Upkeeps, also der Versorgungsphase, kommt das Ding wieder und wird wieder gecastet. Das heißt, mit meinem Beispiel mit Grief haben wir 3 Discards, bis wir wieder dran sind. Und das können wir halt Turn 1 machen. Das ist Turn 1, wir spielen Grief mit einer schwarzen Karte. Wir Ephemeraten ihn zum Flickern. Und Ende vom Lied, wir gehen in unserem Zug, wieder geflickert und nochmal discarden. Wir dürfen dann nur nicht mit dem Grief angreifen, weil wir in dieser Runde noch nicht kontrolliert haben. Ansonsten mega starke Karte. Genauso wie die nächste Karte, Broadback. Ich kannte die Karte tatsächlich gar nicht, bis ich sie mir jetzt bestellen musste. Heilige Kacke ist die geil. 2 weiße Mana Instant. Wir suchen uns 2 Permanente, die diesen Zug auf den Friedhof gegangen sind, und also vom Spielfeld, und bringen sie wieder zurück ins Spiel getappt. Die in unserem Friedhof liegen natürlich nur. Das bedeutet, wir können auch einfach sagen, wir spielen Grief. Grief geht in den Friedhof, wir spielen Broadback, wir holen Grief wieder. Haben dabei noch einen Fetchland benutzt. Zack, haben wir 2 Karten wieder. Habe ich auch schon gemacht. Das bringt einen so weit nach vorne. Es ist weißer Ramp, es ist Kreaturenreanimation. Block, Block, beide sterben. Broadback, beide kommen wieder. 2 ETBs, gib ihm. Wahnsinnig starke Karte. Und Spoiler, wir spielen auch Wasteland. Auch mit Wasteland benutzbar. Deshalb Broadback, ein absolutes Powerhouse. Und auch mit der nächsten Karte synergiert die sehr gut. Und zwar Cable Therapy. Ein schwarzes, wir zeigen einen Gegner oder uns an. Dann sagen wir irgendeine Karte an. Dann zeigt der Spieler, den wir angezeigt haben, alle seine Handkarten vor und wirft alle Karten mit dem gleichen Namen ab. Und das Ding hat Flashback für Sacrifice a Creature. Super witzige Interaktion, wenn man halt Turn 1 oder so einfach Cable Therapy schmeißt und sagt, hier, du hast doch bestimmt einen Brainstorm auf die Hand. Und dann irgendwie 2, 3 Runden später so ein Grief spielt, hat zwischenzeitlich mal so eine Baleful Strix im Feld, spielt ein Grief, discardet, Flashback, Cable Therapy mit der Baleful Strix zu opfern, bringt dann Broadback, holt dann Baleful Strix und Grief wieder, hat noch einen Discard und noch einen Card Draw. Muss ich mehr dieses Deck bewerben? Es ist der Wahnsinn. Also, das ist so geil. Oh mein Gott. Ja. Dann kommen wir zum mittelmäßig bis teuren Part des Decks. Wir spielen natürlich auch noch ein paar Länder. Die Länder sind bei mir nicht ideal, weil ich besitze nicht genug Scrublands. Das Originaldeck hat 4 Scrublands gespielt. Die habe ich nicht. Deshalb spiele ich nur 2 Scrublands. Duel, schwarz-weiß, klar. War logisch. Ich habe dann eins dieser Duels gegen ein Silent Clearing ausgetauscht. Tappen für ein Schwarz oder Weiß, um eine Karte zu ziehen. Auch das ist ganz nett. Auch mit Broadback einfach nur Draw wieder ins Spiel bringen und so weiter und so fort. Kann man alle davon durch Silent Clearing ersetzen? Nein. Kann man hier Schockländer rein substituten? Wahrscheinlich nicht. Dementsprechend, ja, das war so das Maximal, was ich machen konnte. Unter Squire Scrublands würde ich nicht spielen. Dann 3 Tundren. Hier könnte man nur 2 spielen. So groß ist der Blausplash halt wirklich nicht. Aber man hat halt ein weißes Land. Und Weiß ist halt die Mainfarbe des Decks. Dann kommt so ein bisschen Schwarz. Deswegen hier Blau-Weiß. Und ein Blau-Schwarzes mit Underground Sea. Dazu kommen dann 2 Ebenen und ein Sumpf. Damit haben wir auf jeden Fall viel Weiß, ein bisschen Schwarz, aber ja, das ist wirklich schon, das ist eine sehr gestretchte Mana-Basis.
Leider Gottes. Dazu, wie angekündigt, schon 4 Wastelands. Tappen 5 Farbloses, Tappen Opfern, Zerstören Non-Basic. Mittlerweile einfach sogar ein Control-Deck ist mittlerweile wichtig. Und dann spielen wir Fetchländer. Wir haben 4, ich zeig's jetzt nicht hoch, schwarz-weiße Fetchländer. 4 blau-weiße Fetchländer, weil die auch alles bis auf diesen einen Sumpf hier finden. Und dann 2 blau-schwarze Länder, die finden halt den Sumpf, aber halt die beiden Ebenen nicht. Ja, deshalb nur 2 davon. Das ist die Mana-Basis des Decks. Jetzt kommt noch das Sideboard und noch ein Deck-Talk, deshalb nicht direkt abschalten. Das ist noch nicht fertig. Auch das Sideboard ist interessant und wenn ihr das nicht gucken wollt, könnt ihr unten in der Timeline einfach auf den Deck-Talk springen. Dann rede ich noch ein bisschen über das Deck, wenn ihr wollt. Und ihr schon auch genauso hooked seid wie ich. Und oh, es ist so cool. Im Sideboard spielen wir 3x Prismatic Ending. Ein weißes und X. Wir exilen nicht landpermanentes Mana-Kosten von X. Oder weniger. Wobei X die Anzahl an verschiedenen Farben ist, die wir bezahlt haben. Wir können unserem Deck maximal 3 verschiedene Farben bezahlen. Dementsprechend können wir halt auch nur was mit 3 exilen, was manchmal ein bisschen Nachteil hat. Manchmal wünsche ich mir tatsächlich hier ein bisschen was Größeres zu removen. Dann ist hier ein Swords to Plowshares im Sideboard. Das habe ich festgestellt, würde ich ganz gerne austauschen gegen irgendwas Effizienteres. Weil das Swords ist echt nicht so gut. 3 Prismatic Ending finde ich super und 4 das finde ich zu viel, aber ein Swords, ja, würde ich noch was anderes reinnehmen. Ebenfalls die 4. Skyclave Operation im Sideboard ist ganz nett gegen Planeswalker-Decks, die aktuell viel rumlaufen. Minsk und Buu und so weiter ist Skyclave Operation ganz nett gegen, weil man spielt den, nimmt den Minsk raus, hat man auch den Buu vor sich, aber den kann man flickern oder zerstören oder sonst was und dann relativ sauber clearen. Trotzdem, ja, also Swords würde ich was anderes spielen. Dann noch 2 Plague Engineers. Die sind bei uns richtig mächtig. Für die Leute, die sich fragen, was ich für das Sword spielen würde, auf jeden Fall ein Serenity. Artefakte sind einfach all over the place und überall und sie müssen einfach weg. Und es gibt einfach zu viele Artefakte in dieser Welt. Dementsprechend, die beiden werden wahrscheinlich einfach Serenities. 2 Plague Engineers noch zusätzlich zu dem einen im Mainboard. Dann habe ich noch einen Karakas ins Sideboard getan. Ihr kennt mich, ohne Karakas gehe ich nicht aus dem Haus, auch wenn es gegen Reanimator und ähnliche Decks so viel schlechter geworden ist. Es ist ein Card, den ich reinnehmen kann. Es ist ein Land, das ich reinnehmen kann gegen Texas und ähnliches, einfach nur um zusätzlich Land zu haben. Und manchmal braucht man in bestimmten Matchups ein bisschen mehr Länder und dann kann man auch was bouncen. Das ist ganz nett. Wir haben kein Legendary drin. Dementsprechend bringt uns das leider nichts. Dann haben wir noch 2 Surgical Extractions, ein schwarzes oder 2 Leben. Wir exilieren eine Karte aus dem Friedhof, die kein Standardland ist und alle aus dem Friedhof-Handdeck des Gegners mit demselben Namen werden ebenfalls exiliert. Crafted Hate, wir brauchen das. Dann noch 3 Thoughtseize. Combo Hate, wir brauchen das. Ein schwarzes Mana, ein Spieler unserer Wahl zeigt seine Hand offen vor. Wir nehmen eine Nicht-Land-Karte davon, werfen die ab. Wir haben so viel Discard drin, das ist wirklich der Wahnsinn. Das macht so viel Spaß an diesem Deck, dass wir so viel Discard haben. Und da kann man Thoughtseize auf jeden Fall auch gut mit reinnehmen, gerade gegen Combo. Und auch hier gegen Combo, Flusterstorm. Ich bin immer noch am Überlegen, wie wichtig der aktuell ist, weil es gibt aktuell keinen Storm. Und der ist ganz gut gegen Ur-Delver, wenn sie mit Countern arbeiten. Aber oftmals spielen diese Decks mittlerweile so on the edge, dass man hier vielleicht das Blau rauslassen könnte und vielleicht mit 4 Mana-Tithe im Sideboard spielen könnte. Wirklich Mana-Tithe rein als Konter und hier die 2 Serenities, um das ein bisschen Meta anzupassen und das Blau rauszuhauen. Ich habe euch jetzt mal die Schwarz-Weiß mit Minimal-Blau-Liste gezeigt. Und ich würde sagen, wir gehen mal in den Deck-Talk. Das Deck spielt eigentlich 2 Decks gleichzeitig. Wir haben auf der einen Seite diese Shell, die kennen wir aus Esper Vile, so mit diesem ganzen Geflickere, Baleford Strix für Card Draw. Wir haben so Interaktionen wie wir spielen Recruiter of the Guard, suchen uns Soul Herder, spielen Soul Herder, Soul Herder, flickert Recruiter of the Guard, wir suchen Solitude. Das sind Lines, die einfach mit ein bisschen Mana, was man mit diesem Deck meistens hat, wirklich, wirklich stark kommen und man auch hier einen absoluten Grindplan fahren kann und sogar Decks wie Death in Texas, die auf einem ähnlichen Lowground-Level rumlaufen, einfach outsourcen kann. Das Deck hat ein Problem mit Control-Decks. Wenn man irgendwann zu sehr kontrolliert wird und dann so ein Uro kommt, ist der echt ätzend. Wenn man den nicht Solo tun kann oder halt mit dem Skyclaves rausnehmen kann, ist das echt schwierig. Ansonsten, mega cooles Deck. Wir haben so eine Flicker-Engine, Shriekmourne, Muldrifter sind so, selbst im Commander-Staples, die man schon ganz lange und ganz viel gespielt hat, mega coole Karten. Solitude und Grief halt all over the place. MH2 hat dieses Deck halt erst geschaffen und das ist wirklich cool gemacht. Inklusive MH1 mit Ephemerate, was ja auch schon länger auf dem Markt ist. Und auch hier Ephemerate, Broadback und Cable Therapy. Es macht so viel Spaß, diesen Spell zu spielen. Die sind so wirklich der Wahnsinn. Und deswegen, also das Deck ist rundum schön.
Das Sideboard ist voller Spells, weil wir im Kreaturen, weil wir im Mainboard eigentlich alle Kreaturen haben, die wir haben wollen und eigentlich auch nicht viel was brauchen. Und irgendwann turnen wir so ganz langsam die Tide und rasieren alles nieder, gerade wenn ihr viel Midrange bei euch drin habt. Geiles Deck. Auch Combo komplett auseinandergenommen. Der Wahnsinn. Richtig, richtig geiles Deck. Ich bin so hyped auf dieses Deck, das weiterzuspielen. Ich habe es leider Gottes nur zum 2-2 geschafft, zum Finish. Einmal habe ich halt richtig mad verloren und wurde einfach vom Deck in Stich gelassen, was halt auch mal passieren kann. Das andere Mal wurde ich wegkontrolliert, fair und square. Und das andere Mal, die anderen beiden Matches, habe ich easy peasy gewonnen. Dementsprechend richtig, richtig, richtig cooles Deck. Könnt ihr euch mal angucken. Und wenn euch das Deck gefallen hat, dann nicht nur dem Video hier ein Like geben, sondern viel wichtiger, geht mal rüber auf Twitter oder, ich glaube, sie sind nur auf Twitter, zur Austrian Legacy League und gebt da mal ein bisschen Liebe und zeigt denen, dass die auch coole Sachen machen, gerade mit ihrer Liga. Und vielleicht seht ihr auch die ein oder andere Deckidee, die ich da schon her habe. Vielleicht habe ich das Minsk und Bublade daher. Vielleicht. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blackseed. Ciao, ciao.